wirkt ziemlich verlassen. Die fahren vermutlich alle nach Hause nach den Feiertagen. Ist doch ganz nett. Und sonst noch jemand hier? Ist Tamra zu Hause? Du hast dich wohl in der Tür geirrt. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Mit dabei ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Moin. Und meine Wenigkeit, der Erik. Hallo. Hallo Erik. Hallo. Hallo Erik. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Strangers 2 Opfernacht. Und ja, nachdem wir den Film gesehen hatten und alle so begeistert waren, habe ich gedacht, ich muss doch mal den ersten Teil gucken. Und damit das halbwegs Sinn macht hier im Podcast, da müssen wir nicht den zweiten Teil vor dem ersten besprechen, haben wir vorhin gerade uns besprochen, dass wir den ersten Teil mal vorziehen, weil den hatten wir noch nicht in der Sendung gehabt. Das heißt, ich habe mir bei Amazon Video für 3,99 hier diesen Strangers 1 mal ausgeliehen, nachdem mir einige Leute gesagt haben, dass ich den doch mal gucken sollte, der könnte mir gefallen. Und auch nach dem Kinobesuch, als wir rausgegangen sind, haben dann ein paar Leute gemeint, oh, der erste war besser und so. Habe ich mir das tatsächlich mal gegeben. Gedreht wurde der erste Teil von Brian Bertino, der für den zweiten Teil auch irgendwie was am Skript mitgeliefert hat oder vielleicht so die Grundprämisse, man weiß es nicht. Die Hauptrollen spielen Scott Speedman und Liv Tyler, also doch jetzt nicht gerade unbekannte Personen. Eine kleine Nebenrolle hat noch Glenn Howerton, den kenne ich aus meine Lieblings-Comedy-Serie It's Always Sunny in Philadelphia. Und Gemma Ward hat da auch noch eine Rolle mitgehabt, das ist so irgendwie so ein bekanntes Model oder so. Also der Cast war relativ illustre. Und bei Strangers 1, der ja eigentlich nur The Strangers heißt, weil da wussten sie noch nicht, dass es einen zweiten Teil geben wird. Aber ich rede jetzt mal der Einfachheit halber von Strangers 1, wenn wir im Podcast drüber sprechen, geht es darum, dass die zwei, Liv Tyler und Scott Speedman, die kommen von einer Feier zurück. Das heißt, nein, nicht ganz. Der Film macht auf und man sieht so ein Haus, das steht offen da und da sind so ein paar Kinder, die gucken da zur Tür rein und überall Blut und Leichen und sonst was alles. Ja, und die rennen zur Polizei. Und dann wird die Vorgeschichte erzählt, was da passiert ist. Und wir sehen, wie die Liv Tyler-Rolle, wenn ich jetzt so wüsste, wie die heißt. Die heißt Kristen und ihr Mann heißt James. Die kommen von einer Hochzeitsfeier wieder und wir erfahren dann so peu à peu, dass da nicht alles so ganz rund lief. Also irgendwie, man merkt das so in der nonverbalen Kommunikation und auch mit dem, was sie so miteinander reden. Ah, da ist irgendwas, steht zwischen ihnen. Das erfahren wir dann auch noch, nämlich er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht und sie hat ihn abgelehnt aus diversen Gründen und er hat nun eigentlich geplant gehabt, dass sie in dieses Haus fahren und hat das dekoriert gehabt, vorher extra überall mit Rosenblüten und ja, so ganz romantisch. Und das ist natürlich jetzt alles völlig hinfällig, nachdem die Sache sich da irgendwie im Auto während der Fahrt da so erledigt hatte. Und da steht also sowas zwischen den beiden. Also die wollen auch getrennt schlafen. Allerdings, wie gesagt, sie kommen von der Party zurück, dann früh irgendwie um 4 klopft es plötzlich an der Tür. Das kennen wir jetzt auch aus dem zweiten Teil ja schon. Ne? Bup, bup, bup. Fragt, steht irgendeine Frau davor und fragt, ob Tamara da ist. Und sagen, nee, Tamara nicht hier, völlig falsch. Sei dazu gesagt, dieses Haus ist jetzt nicht ganz so in der Pampa wie jetzt in diesem zweiten Teil, den wir in der Sneak Preview gesehen hatten. Also das ist schon so, dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt nicht so gruselig irgendwie, dass da jemand vorbeikommt mal. Also die schicken die dann weg und ja, widmen sich wieder ihren Gesprächen, weil sie wollen das ja irgendwie ausdiskutieren und dann ist auch so, manchmal muss jemand was aus dem Auto noch holen und
irgendwie verschwinden dann noch so Gegenstände, also das Handy ist dann mal der Akku weg, also damals waren das noch solche Klapp-Handys, da fehlt dann plötzlich der Akku bei dem einen und dann kann nicht mehr telefonieren dann und irgendwie wird es mysteriöser und man stellt dann fest, oh, da muss irgendwie jemand im Haus sein, weil plötzlich geht auch mal irgendwie der Rauchmelder in irgendeine Ecke an und ja, dann kommt es natürlich zu dieser Konfrontation, die dann wirklich so im Überlebenskampf endet. Und irgendwann kommt auch noch der Freund von ihm, von James, gespielt eben von Glenn Howerton, mit dazu, weil den hat er vorher, bevor das Telefon nicht mehr ging, hat er ihn angerufen, hat gesagt, du, das ist ja alles nicht so gelaufen, kannst du mich vielleicht mal abholen, weil ich kann jetzt hier nicht bleiben da, das ist ja eine gespannte Stimmung. Und er kommt dann irgendwann auch an und wird dann auch mit einbezogen in dieses ganze Thema, was da gerade abläuft. Und jetzt muss ich schon mal einen kleinen Brückenschlag, also zu dem zweiten Teil, den wir gesehen haben, schon mal. Oder nee, machen wir lieber hinterher. Genau. Also ich fand ihn ziemlich spannend und ich fand ihn auch deutlich besser als den zweiten Teil, den wir jetzt im Kino gesehen hatten. Zum einen, weil sich das hier wirklich auf wenige Personen konzentriert, die auch mal dusselig agieren, mal, ich sag's ganz bewusst, also das sind so ein, zwei Mal, wo man sagt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gemacht, aber das war jetzt nicht so ein, was macht die da oder was macht der da oder irgendwas oder warum hat die jetzt nicht das gemacht, das ist doch bescheuert, sondern das war wirklich so, wo man sagt, ah, okay, falsche Entscheidung getroffen, okay, kann passieren, ja, und diese ganze, ja, das Ganze ist irgendwie alles noch viel, viel bedrohlicher hier. Dadurch, dass es wirklich nur die in dem Haus sind, wo dann plötzlich die kommen. Das ist halt wirklich so ein typischer Home-Invasion-Film, wie man es neuerdings auch so bei The Purge oder sowas kennt, wo dann irgendwelche Leute versuchen, in die Häuser dann reinzukommen. Und bei dem zweiten Teil war es ja eher sehr, sehr weitläufig und hat sich dann noch draußen abgespielt und so. Das war halt hier weniger. Das war halt wirklich begrenzt auf das Haus und so ein bisschen außenrum. Und ich fand den wirklich gut. Also einen sehenswerten Horrorfilm aus diesem Bereich. Ziemlich spannend gemacht. Ich habe, da gibt es hier diese Uncut-Version hier bei Amazon, die konnte ich gucken. Ich weiß es nicht, wer jünger ist als, ich weiß nicht, ob da Amazon irgendwie eine andere Version ausspielt oder so. Also es war schon relativ heftig, was man da so gesehen hat. Oder ob dann die Jüngeren das gar nicht angezeigt bekommen. War schon krass. Also ich fand, würde dem so, sag mal so 7 von 10 würde ich dem geben. Fand ihn wirklich gut. Gut gemacht, gut geschrieben, nicht so viel Shishi, sondern wirklich ganz gerade durch. Und ja, jetzt kommen wir ja mal zu dem zweiten Strangers kommen, den wir in der Sneak Preview hatten. Chris, vielleicht kannst du mal kurz die ausufernde Story, Bände füllen kann. So The Strangers Opfernacht, ein Film über 100 Minuten und ja, wo fangen wir an? Ja, bekannte Schauspieler, so aus dem Bauch raus hätte ich jetzt mal gesagt null, sehe ich das richtig? Ich kannte keinen. Okay, ich kriege keinerlei Widerspruch von euch, das ist schon mal sehr gut. Ich denke gerade noch nach, aber ich... Also ich der Hauptcharakter... Christina Hendricks kannte man doch. Oder? Die, wer? Die Mutter, Christina Hendricks. Ja, aber die war ja auch bloß kurz da. Also das. Spoiler-Alarm. Bailey Madison spielt im zarten Alter von 18 Jahren die Hauptrolle, die junge Dame, spielt das Mädchen, die Tochter Kinsey. Ein ganz interessanter Name, aber okay, Kinsey. Und Kinsey ist so ein bisschen, ja, Outlaw-mäßig, so rebellisch, so mich kotzt alles an, meine Eltern sind scheiße, alles ist kacke und Pubertät, Rocks und was weiß ich was. Und die Eltern beschließen deswegen, Kinsey aufs Internat zu schicken. Kinsey hat noch einen älteren Bruder namens Luke, gespielt von Louis Pullman oder Pullman. Jetzt können wir mal gucken, ist der irgendwie mit Bill Pullman verwandt? Weiß das jemand? Ich guck mal nach. Guck mal nach, ja. Eltern, Bill Pullman, ja, guck an, ich bin schneller wie du. Also, der Sohn von Bill Pullman, okay. Und Luke ist halt so quasi das
liebere Kind und das erfolgreichere Kind. Und man kennt das ja, dieses typische amerikanische. Das ist ja beim Erik zu Hause bestimmt genauso, dass der kleine Junge wahrscheinlich der bessere von beiden ist, von den Kindern. Nein? Ganz klar. Das wär dann übertragen auf den Film so, dass die Tochter die bessere wäre. Ja, richtig, aber ich habe es jetzt einfach mal andersrum übertragen. Ja, auf jeden Fall wollen die ins Internat schicken und auf dem Weg dorthin, das ist halt eine längere Strecke und da müssen sie übernachten und wollen dann, oder ja, ist es Urlaub oder ist es auf dem Weg dorthin? Ich bin eigentlich auf der Meinung, es ist auf dem Weg dorthin. Ja, das Amerika ist ein großes Land, man muss ja einen Zwischenstopp machen. Und den Zwischenstopp machen sie im abgelegenen Wohnwagenpark ihres Onkels. Und da geht's halt dann los. Da haben sie der Trailer, sie haben einen eigenen Trailer für sich und man sieht schon am Anfang, wie ein ziemlich grausamer Mord in so einem Trailer passiert. Weil es klopft an der Türe und dann ist jemand im Trailer und da kommt schon der erste Fehler mit. Was machen sie in meinem Haus? So, naja, Haus ist es ja nicht unbedingt, aber okay. Und ja, wie es halt so ist, sie übernachten dort oder wollen dort übernachten und es wird die, ja, krasseste Nacht in ihrem Leben, kann man wohl so sagen, weil auch da klopft es plötzlich an der Türe und dann wird die Frage gestellt, ist, ich weiß gar nicht, auch Tamara? Ich glaube, ja. Es kann nämlich sogar sein, also es kann dann sogar sein, das heißt, ist Tamara da und dann, nee, die ist nicht hier und bla bla bla. Und ja, wie dem halt so immer ist, die werden dann, die Tochter geht nochmal eine rauchen, weil sie findet ja alles so fürchterlich kacke, findet dann mit ihrem Bruder zusammen, der nach ihr guckt, findet dann die eingangs Ermordeten und es entwickelt sich dann ein kleines Katz-und-Maus-Spiel zwischen drei Killern, zwei Damen mit Maske und einem Sackgesicht, kann man leider nicht anders sagen, The Man in the Mask heißt er hier, aber für mich war es einfach nur ein Sackgesicht, weil, wie man auch auf dem Plakat wunderschön sehen kann, er hat einfach einen Sack über dem Kopf. Deswegen seltener war Sackgesicht treffender wie hier. Ja, dieses Katz-und-Maus-Spiel kostet natürlich allerlei Leben und ja, wer am Ende überlebt und warum, das sei mal dahingestellt. Aber damit ist eigentlich die Geschichte schon fast erzählt. Es geht, ein Polizist geht drauf, der zufällig vorbeifährt, das darf man vielleicht auch noch erwähnen. Und ja, das ist die Geschichte des Films. Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen? Nö. Würde ich nicht sagen, nee. Ich kann es gab nämlich nicht auch wirklich was Wesentlicheres mehr. Ich kann noch hinzufügen, dass die Killer, also diese Sackgesicht und diese Masken außen, das sind dieselben wie im ersten Teil. Also, ja. Ach, das sind die aus dem ersten Teil. Kann natürlich sein, dass die Personen dahinter sich geändert haben in der Zwischenzeit, weil der Film macht ja auch auf, der erste Teil übrigens auch, mit basierend auf einer wahren Geschichte, wobei ich mich dann frage, hey, paar Jahre später oder irgendwann später in diesem Park, haben sie die immer noch nicht gehabt oder was, oder keine Ahnung. Also. Nee, die konnten sie auch nicht mehr haben, weil die waren ja dann, ja, ist ja egal. Der Film hat, ich wollte jetzt sagen, hat gewisse Stärken, aber mir fällt leider keine ein. Ich fand die tatsächlich doch, ich fand die Kameraeinstellung fand ich schon sehr cool, wie sie so das eingefangen haben, dieses Resort, wo die da sind, diesen Trailerpark, wo die da mitten im Nirgendwo, wenn da so ein Nebel aufsteigt und so, da hätte man so viel draus machen können. Ja, so mit diesem Wald in der Nähe, weißt du, das sah schon, die Einstellungen sahen schon echt cool aus. Du hörst mein schweres Atmen. Ja, es ist richtig, man hätte einiges aus dem Film machen können. Hauptproblem des Films, meiner Meinung nach, neben den strunzdämlichen Dialogen. Boah, ja. Also ich habe schon Schlimmere auch erlebt, aber die Dialoge waren einfach also nur gottbescheuert. Damit fängt es an mit Verhaltensweisen, wo du dir denkst, Alter, bitte, was ist denn da jetzt falsch gelaufen bei denen? Bis hin zu diesen ständigen Anlehnungen an große Horrorklassiker. Das kann man nicht anders sagen. Das war probiert, das war angelegt. Ich meine, jeder, der das sieht, der sich in dem Genre etwas auskennt und die fahren da an diesen Trailerpark, denkt sofort an Lake Placid. Also sofort auch vom Schild her, vom ganzen Drumherum. Zu Crystal Lake.
Was habe ich gesagt? Lake Placid? Lake Placid. Oh, Crystal Lake. Entschuldigung. Das guck, waren da, das, schöne Filme. Aber da ja. hast du ein gutes Stichwort gebracht, weil das, was bei den Jason-Teilen richtig gemacht wurde, dass dann so eine suffisante Art von Humor drin war. Ja? Weißt du, wenn Jason da wieder irgendwo irgendwelche dummen Jugendlichen umgebracht hat, man hat ja eigentlich die ganze Zeit immer zu Jason gehalten. und hier war es einfach, die waren so dämlich, waren da, oh, jetzt bringen die doch endlich mal um, die, ah, furchtbar. Also, aber, ah, nee. Und man hatte überhaupt keinen Überblick gehabt, wer nun wo ist und wer nun was vorhat. Plötzlich war wieder einer irgendwo da, der da irgendwo eigentlich weggehen wollte und ach. Ich finde das ja auch ja, ganz, es war, ganz wie gesagt, interessant in diesen Filmen. Die Leute, die Guten, rennen weg. Die rennen um ihr Leben. Und die Bösen, die laufen ganz gemütlich hinterher und sind grundsätzlich immer vor denen. Sind besser an trainiert. Ihrem Fluchtort oder die gehen, so. Die gehen wahrscheinlich immer laufen, die Bösen. Also, ich habe in diesem Film eine einzige gute Szene gesehen. Und zwar, das war die Szene, der Abspann. Nee, das auch. Also es gab, für mich gab es in diesem Film eine gute Szene und das war's. Jetzt, ja, welche? Kannst du nicht wenigstens mal andeuten? Die, wo die Kinsey sich in dieser Röhre versteckt. Ach so. Ja. Das war die einzig gute Szene. Weil das auch so dämlich war. Draußen steht ein Auto, und er hat gesehen, dass die da reingekrabbelt ist. Da kriecht die in so eine Wellblechröhre rein, ja. Also das Auto, wenn der einmal Gas gibt, dann fährt er da drüber und dann war's das, ne? Oh, ey, so dämlich. Ja, oder auch die Mutter, die sich kein Stück gewehrt hat, die hat sich halt einfach abstechen lassen. Ja. Sorry. Kein Überlebenswillen, ich beschütze meine Kinder, ich halt diesen Mörder jetzt irgendwie auf, dass meine Tochter abhauen kann. Ja. Nein, die schlägt nicht auf ihn ein, gar nicht. Sie wird halt einfach. Ja, sie ergibt sich in ihr Schicksal. So völlig. Warum so, denn? Oh. Warum denn? Da muss doch so eine Kämpfermentalität aufkommen. So, jetzt habe ich meiner Tochter aus dieser Luke geholfen, ja. Jetzt soll sie auch abhauen können. Also halte ich doch dieses Monster quasi auf, indem ich um ihn schlage. Dann nehme ich einen Seifenspender und ziehe ihm über den Schädel oder was weiß ich, ja. Aber nein, sie lässt sich ja quasi von den Bösen umarmen und niederstechen. Sorry. Richtig. Total. Also sie sind zu zweit gegen ein Mädel mit Messer. Ja. Und sie gucken es groß an und lassen es über sich ergehen. Also sie rettet die Tochter und lässt sich dann abschlachten. Warum? Verstehst du? Das ist eine verdammt gute Frage. Das Warum ist eine verdammt gute Frage an diesem dieser Stelle. An dieser Stelle möchte ich den Film grundsätzlich als Warum darstellen. Warum hat man diesen Film gemacht? Warum? Wahrscheinlich Geld, würde ich mal vermuten, ne? Ja, aber viel wird da nicht einspielen. Ja, täusch dich da mal nicht. Wenn sich das rumspricht, dass der scheiße ist. Das ist so ein Autokinofilm. Wenn der in Amerika durch die Autokinos tingelt, wo du nicht so direkt hingucken musst und so. Das ist so eine ganz bestimmte Art von Film, da. Das geht immer. Wenn das günstig produziert ist, geht das immer. Aber der... Ich krieg mich lieber sowas auf. Der Regisseur des Ganzen hat zum Beispiel noch solche Sachen gemacht wie 47 Meters Down, ein Hai-Horrorfilm. Dann hat er einen Film gemacht, den hatte ich sogar besprochen hier in der Sendung, The Other Side of the Door, wo Sarah Wayne Kelly in Indien irgendwo in dieser Tür, ja... Geh da nicht durch die Tür. Ja, sie geht natürlich durch. Ne? Also es war auch eine Aneinanderreihung von Sachen, wo man sagt, oh. Aber Erik, warst du das nicht, der sogar noch im Kino gesessen gesagt hat, wie kann man jemandem in der heutigen Zeit so einen Horrorfilm noch vorsetzen? Das stimmt. Das ist, also die Leute, warum verhalten sich die heute in den Horrorfilmen immer so, als hätten sie noch nie einen Horrorfilm gesehen? Das fand ich zum Beispiel das Schöne bei Scream. Ja, da gab es dann noch kennt ihr euch nicht aus, in Horrorfilmen darf man nie so und sowas sagen. Das darfst du nie sagen. Das war wenigstens noch charmant, da hat man wenigstens noch das Gefühl gehabt, die Leute haben auch schon mal einen Horrorfilm gesehen. Aber nein, hier, ja, ich gehe halt mal im komplett verlassenen Trailerpark ganz alleine mitten in der Nacht raus, alle rauchen und renn mit meinem Bruder durch die Gegend und jetzt habe ich mich verlaufen, wird schon nichts passieren. Sorry. Und dann gibt es auch nirgends mal einen Plan, um zu gucken, wo sind wir, wo ist der Ausgang.
Ja? Ja. Gefühlt war das eine Straße, mehr nicht. Wir hätten einfach bis zum Ende rennen sollen. Ich meine, wir reden ja hier immer noch von USA. Ja, also wenn die was bauen, dann ist das so idiotisch, idiotensicher gemacht. Eben. Dann hast du da irgendwie so ein großes O, was von oben wie ein großes O aussieht und da liegen die ganzen Häuser an der Seite irgendwie dran. Naja, aber nee, hast du vollkommen recht. Also wie kann man heutzutage so einen Film... Ich meine, wenn das ein Straight-to-Video oder sowas... Ich meine, okay, dann kann jemand, der das möchte, kann das gucken. Ja, ich meine, heutzutage in Zeiten von Netflix kann das sowas direkt im Stream landen. Da brauchst du noch nicht mal irgendwelche DVDs produzieren dafür. Ja, aber ey, sowas ins Kino zu bringen, das ist echt eine Verarsche von den Zuschauern. Also unfassbar. Also wenn sie wenigstens anerkannt hätten, okay, hey, wir haben kein gutes Skript, wir machen jetzt halt einen trashigen Film, so wie es Sharknado macht. Ja, ich meine, die machen ja mit Sharknado an sich, die Reihe ist ja an sich kein Trash-Film in dem Sinne, sondern sie wollten halt ganz bewusst in Richtung Trash was machen. So, wenn man es halt in die Richtung gemacht hätte, ja, mein Gott, aber die nehmen sich alle noch so ernst und dann, oh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, schon, das ist es halt. Und jetzt, wo ich den ersten Film gesehen habe, Da wertet es den zweiten ja fast nochmal ein ganzes Stück ab. Also das, was der erste hat ja alles richtig gemacht. Der hat ja auch nicht viel mehr Mittel gehabt. Und was der an Spannung aufgebaut hat, hatte natürlich auch sehr gute Darsteller, muss man sagen. Scott Speedman und Liv Tyler, die haben natürlich auch den Film getragen, weil das ja so kammerspielartig war. Die Darsteller hier im zweiten Teil kannst du ja völlig knicken. Also unglaublich. Also ja. Wir haben, glaube ich, viel zu lang schon über diesen Film jetzt gesprochen, wenn ich mal ehrlich sein darf, weil wir können uns nur noch mehr drüber aufregen. Ja, wie gesagt, war nicht meins, kein Zugang. Ich möchte gerne mal wieder einen Horrorfilm, der gut ist, der einfach die Wahrheit transportiert und eine Realität einfängt, die vielleicht tatsächlich so mal sein kann, ja? Ein richtiger, schöner, oldschool Horrorfilm mit Schock, dass man sich wirklich in seinem Kino sitzt und unwohl fühlt. So, Gott, sowas möchte ich mal wieder. Und nicht so ein Bullshit. Entschuldigung. Ja, wird es bestimmt geben. Also da laufen ja auch einige demnächst an. Aber selbst The Purge ist langsam zu Ende erzählt, meiner Meinung nach. Ja gut, fangen sie ja von vorne an. Ja, aber so langsam ist auch gut. Der Drops ist auch irgendwann gelutscht. Jetzt kommt die Origin Story, wie ihr das immer sagt. Höre ich aus dem Ohr. Willkommen bei Dinge, die ich nicht brauche. Apropos, jetzt auf Sky Cinema ist jetzt so Sky Spider-Man geworden, ne? Ja, warum machen die eigentlich nicht Sky Marvel HD? Das wäre doch viel besser, weil da könnte ich alle Filme, die mir noch fehlen, gucken. Schreib doch mal an Sky. Ja, aber ich gebe mal Punkte noch. Strangers 2 Opfernacht, oder wie es im Original heißt, Prey of Night, ein Punkt von mir. Stille. Ich muss ehrlich sagen, ich fand ihn auch ganz arg mies. Ich habe allerdings auch schon bedeutend Schlechteres auch noch gesehen, was man auch sagen muss. Und dann fand ich dann doch die Performance von Bailey Madison relativ goldig irgendwie. Dieses völlig verplante, rebellische Mädel, das da völlig überfordert ist damit wirklich allem. Die war davor im Kopf kaputt, die ist nach der ganzen Aktion wahrscheinlich völlig hinüber im Kopf. Deswegen kriegt er von mir 2 Punkte. Oder tot, vielleicht, wenn ich mich da recht erinnere. Tja. Wir werden es nie erfahren. Ich gebe 0. Ja. Ich gebe keinen einzigen lausigen Punkt. So, nachdem wir jetzt das andere vorgezogen haben, würden wir jetzt mal zu den Sneak-Tipps kommen. Ich habe vorhin extra noch welche eingetragen. Ich hatte noch ein bisschen zeitlich Luft. ja, Chris, wie lautet denn dein Hinweis für die nächste Sneak-Preview? Hinweis, es sind am Montag, den 4.6. sind es tatsächlich 2 Filme, die wir mal wieder haben. Einmal die Sneak A ist der Tipp Fehlerkorrektur und Film B, der Tipp dafür ist Reiche Männer. T9 und Hugh Hefner.
Ja, genau. Kurz zusammengefasst, T9 und Lieblings. Es gibt auch Tipps. Es gibt auch Tipps, die nicht von Erik sind. Ja, genau. Und zwar hat die Kati getippt für die Sneak A Super Troopers 2. Klingt jetzt nicht so geil. Ach, hier stehen ja zwei weitere Kommentare anzeigen. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Siehst du mal. Und Sneak B hat sie getippt Renegade Mission of Honor. Ah, okay. Ja, warum? Dann hat noch die Kati Höck gepostet. Und zwar für A tippt sie auf Overboard und für B, das ist erst der Anfang. Overboard soll, der Remake, das Remake von Overboard soll ganz, ganz furchtbar sein. Nur mal so als. Der ist nämlich jetzt in den USA gestartet und der wird zerrissen ohne Ende. Also selbst sowohl von Fans als auch von welchen, die das Original nicht kennen. Ja. Wen hast du getippt? Ja, ich habe die erste, die von Kathy, habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ich habe nur von Kathy, heißen die eigentlich alle so, habe ich gesehen. Deswegen habe ich einmal doppelt getippt. Also dieses Renegades habe ich eigentlich für die Sneak A, komischerweise. Das hat sie für B. Warum? Reiche Männer. Hat mit reichen Männern nichts zu tun. Oder? Hm. Doch. Ach doch, ja, da geht es ja um einen Goldschatz. Na gut, kann man sowohl als auch sehen, weil die sind da irgendwie im Krieg. Das ist irgendwie so Three Kings mäßig, wie dieser Film, wo die irgendwie in Irak gehen, wenn ich mich da recht erinnere, und irgendeine Mission, und die geht ein bisschen schief und dann wollen sie die wieder gerade biegen und wollen dann so einen Goldschatz finden, um dann irgendwie das Lösegeld für den einen zu bezahlen oder sowas. Deswegen hatte ich eher gedacht, dass das Fehlerkorrektur ist. Aber reiche Männer, ja, weil sie halt einen Goldschatz, wer weiß. Sind ein paar gute Schauspieler dabei übrigens in dem Film Renegades. Könnt ihr mal googeln. Und dann habe ich noch für A vom Ende einer Geschichte, heißt der Film, der ist, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller, würde ich mal sagen. Da geht es darum, dass quasi irgendwie jemand am Ende seines Lebens irgendwie quasi an den Anfang zurückspringt und die Möglichkeit hat, diverse Sachen nochmal zu ändern. Deswegen Fehlerkorrektur. Für die B habe ich First Purge mal, reiche Männer, weil da geht es ja darum, dass auf Staten Island, wo das begonnen hat mit der Purge, wo halt die Reichen gesagt haben, ja, wir hätten da gerne mal Spaß dran hier und das erstmal im kleinen Rahmen gemacht haben, und The Inhabitants, und da kann ich mich nicht mal dran erinnern, worum es da ging, aber das habe ich mir auch irgendwas dabei gedacht. Okay, so. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit für einen, denn ich habe ja noch so einen Reserve, oder? Ja, musst du sagen. Ich habe nämlich mal The Darkest Hour geschaut, auf Sky lief der irgendwo. Den hatte ich auch schon länger mal auf meiner Liste gehabt und ich hatte mir den auch aufgenommen gehabt. Habe den irgendwann mal wieder gefunden hier auf dem Festplattenrekorder, dann tauchte der mal auf. The Darkest Hour ist produziert von Timur Beckmann-Bethoff, der diese russischen Filme gemacht hat, hier Wächter der Nacht und Wächter des Tages und sowas, hier Notschneider-Sohr und sowas. Also sehr visuell beeindruckende Filme, und der in den USA Wanted gemacht hat mit Angelina Jolie, der ja auch ziemlich spektakulär war von manchen Einstellungen her. Und in dem Film spielt Emil Hirsch, den man kennt zum Beispiel aus Into the Wild, Rachel Taylor spielen da die Hauptrollen, und er ist zusammen mit Max Minghella, den, wo kennt man den her, aus welchem Film jetzt, also auf jeden Fall aus The Mindy Project, aus der Serie, er arbeitet zusammen mit seinem Kumpel bei so einer Internetfirma in den USA, die haben so ein, was haben die eigentlich, so ein Location-Based Services System, wo man schauen kann, welche Bars in der Nähe sind und oder was da so empfehlenswert ist. Ich meine, wo du halt vom Handy aus gucken kannst, wo du dich gleich befreunden kannst. Ich meine, der Film ist ein paar Jahre alt, damals war das bestimmt so State of the Art, der heißeste Scheiß. Jedenfalls, die wollen das Ganze in Russland ausrollen. Diese neue App, die sie da haben, die in den USA schon gut funktioniert und genutzt wird, aber in Russland haben sie da halt noch keine Partner weiter, und sie fliegen halt nach Russland und wollen sich dort mit jemandem treffen, der dort im Internetbereich aktiv ist, und mit dem wollen sie das präsentieren,
Und als sie dort ankommen, stellen sie fest, oh, der hat sie übers Ohr gehauen, der hat mittlerweile selber quasi die Idee kopiert und selber quasi was Ähnliches an Start schon gebracht oder ist schon viel weiter als sie. Und sie gehen dann erstmal zurück ins Hotel und dann passiert was Seltsames, weil da landen nämlich so ganz, ja, Aliens, würde ich mal fast sagen. Aber man sieht sie kaum, also das sind so, die können sich so tarnen, die haben wie bei Predator, bei den Filmen, die haben so einen Tarnschirm oben drüber und die können durch so Energiestöße Menschen einfach mal so in Staub verwandeln. Man kennt das ja von Thanos her. Und ja, die löschen dann einfach mal so einen Großteil der Bevölkerung von Moskau aus, bis auf die, die sich irgendwo da versteckt haben. Und selbst die werden dann irgendwann, müssen die auch mal rausgehen, weil die kommen irgendwie nicht in die Häuser rein, diese Wesen. Und unsere Helden, die sind in so einer Art Panic Room, da sind sie noch mit ein paar anderen zusammen, da ist auch noch jemand verletzt. Ja, und dann begeben sie sich halt nach draußen und versuchen dann durchzukommen, versuchen ein paar Möglichkeiten zu finden, wie man den Aliens vielleicht irgendwie beikommen kann. Und da gibt es ein paar spannende Szenen, die sind visuell sehr beeindruckend gemacht, wie das so ansonsten, ja, Bereich Horror, Alien-Horror, war, ist jetzt nicht ganz so der Riesenbringer, ist eher so ein durchschnittlicher Film, hat aber auch Spaß gemacht. Das war jetzt nicht so, man dachte, um Gottes Willen, was ist das jetzt hier, wie bei Strangers 2 oder so. Also kann man durchaus mal gucken, weil der hat tolle Effekte. Das Ende ist ein bisschen sehr quatschig dann, aber hat Spaß gemacht. Also wenn der auf Sky mal kommt oder im normalen Fernsehen, Sky ist da glaube ich jetzt schon durch, The Darkest Hour, visuell sehr, sehr beeindruckend. Ja? Ich befürchte, du verwechselst den Filmtitel. Weil The Darkest Hour ist die dunkelste Stunde mit Gary Oldman und Darkest Hour ist der Alien-Film. Okay, dann ohne The. Den habe ich nämlich auch gesehen. Den hast du schon gesehen? Den habe ich auch gesehen und ich fand ihn so schlecht, dass ich ihn nicht besprechen wollte. Ach so. Ja, ich sage ja, das ist ein durchschnittlicher Film. So schlecht fand ich ihn jetzt nicht. Kann man durchaus mal gucken. Aber ja, gibt mit Sicherheit bessere Filme als diesen, aber die Effekte waren ganz cool. Wie weit hast du denn geguckt oder was hast du denn gesehen? Ich habe ihn komplett durchgeguckt. Ach so, ich denke, du hast ihn ausgeschaltet. Ja. Nee, ich habe ihn schon zu Ende geguckt, aber ich fand ihn furchtbar schlecht. Aber nur so nebenbei oder was? Nee, aktiv. Echt? Okay. Ja, ich wollte ihn mal hier besprechen, aber ich habe es dann, glaube ich, vergessen. Ja, also ich fand, das einzig Gute fand ich an dem Film tatsächlich Emil Hirsch, den ich einfach mag. Ansonsten, ja, finde ich jetzt nicht so beliebt. Ich fand die Ideen, die sie hatten, um den Aliens beizukommen, also die Aliens, das basiert dann halt irgendwie auf Energie und man kann sie ja nicht sehen, das heißt, da gibt es dann so Szenen, wo sie zum Beispiel am Roten Platz sind und so, riesengroßer freier Platz und man weiß nicht, ist da jetzt irgendwo, versteckt sich da jemand? Und die haben dann halt die Idee, dass er einfach wirklich so keep it simple, einfach sich eine Glühbirne umhängen und durch die Energiestöße von den Aliens, die halt in der Nähe sind, fangen die halt an zu leuchten. Da wissen sie, dass dann, jetzt passiert gleich was. Ne? Und ja, wo die dann auch in dem Kaufhaus sind und so, das, ich fand das eigentlich ganz unterhaltsam. Ja, aber gut. Ja. Jeder, ja, wie er es so mag. Also du würdest dem wahrscheinlich keine durchschnittliche Wertung geben, du liegst da drunter. Ich liege eher unter einer durchschnittlichen Wertung. Ja, also ich erinnere mich, also als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich, sag mal, die kann ich doch auch gesehen. Und dann kamst du mit den Aliens in Moskau. Ich sage, ja, natürlich, klar, habe ich auch gesehen. Ich würde ihn jetzt nicht nochmal gucken wollen. Also, nee, nochmal gucke ich den auch nicht. Also das ist so bei mir so ein 5-Punkte-Film. Ganz nett, dass ich den mal gesehen habe. Aber ja, hat auch jetzt nicht wehgetan. Wie jetzt Strangers 2, der hat ja seelisch, moralisch hat er ja. Darkest Hour. Bin ja gespannt, vielleicht schreibt irgendjemand Kommentare zu dem Thema. Darkest Hour. Ohne The, nur Darkest Hour. Ja, sorry. Danke für den Hinweis. Ich habe es gleich im Dokument korrigiert. Und dann werfe ich doch mal einen Blick, was so Neues anläuft und wie es so in den Charts aussieht. Vielleicht ist da ja was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. Oh, ja. Da
leitet schon jemand die Charts ein, beziehungsweise die Neustarts. Ohne Witz, ja. Ich mache erstmal die Neustarts diese Woche. Am 7.6. läuft in Stuttgart Swimming with Men an. Eine Komödie über einen Familienvater, der seine Midlife-Crisis überwindet, indem er einer Synchronschwimmmannschaft beitritt. Im feinstes Ballett in Badehosen. Das wäre so ein Film, da hätte ich gedacht, der kommt in den Sneak, ey. Der klingt so abgefahren, dass ich es uns nicht vor. Dann Goodbye Christopher Robin, Biopic über den Kinderbuchautor A.A. Milne, den Erfinder von Pooh der Bär, der gemeinsam mit seinem Sohn in eine wundervolle Fantasiewelt abtaucht, mit Domhnall Gleeson, Margot Robbie. Klingt interessant. Also ja. Ich glaube, da wollten wir irgendwie reingehen, wenn ich mich da recht erinnere, weil da hatten wir irgendwie mal den Trailer geguckt. Ein japanisches Anime kommt, nämlich Cleopatra. Die haben irgendwie die Geschichte von Cleopatra verfilmt. Dann kommt noch ein japanisches Anime. Sind irgendwie in Stuttgart irgendwie Anime, irgendwas, Tage. No Game, No Life, Doppelpunkt, Zero. Kinofilm basierend auf der Manga- und Anime-Reihe No Game, No Life. Mhm. Über eine Welt, Disboard, in der alle Konflikte durch Spiele gelöst werden. Klingt ja nach Ready Player One Vorlage. Camino a la Paz. Drama aus Argentinien über einen ziellosen Mit-30er und einen alternden, strenggläubigen Moslem, die gemeinsam einen Roadtrip durch Bolivien unternehmen. Okay, das läuft nicht an bei uns. Nee, das war's dann schon. Kinocharts in Stuttgart sieht's wie folgt aus. Platz 10, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Platz 9, Wahrheit oder Pflicht. Platz 8, letztendlich sind wir dem Universum egal. Platz 7, Rampage, Big Meets Bigger. Platz 6, Liliane Susewind. Platz 5, I Feel Pretty. Platz 4, Louis und die Aliens. Platz 3, Avengers 3, Infinity War. Platz 2, Deadpool 2. Platz 1, Solo, A Star Wars Story. Jetzt gucke ich mal, wo dieser andere Film... Nee, ach so, der läuft ja erst noch an, glaube ich, der, den wir in der Sneak hatten mit Love, Simon, der läuft ja erst noch an. Ich wollte gucken, wie die interne jugendlichen Highschool-Film-Ranking, aber der läuft ja erst noch an. Ich gucke aber gerade mal kurz rüber, wie es in komplett Deutschland aussieht, mal ganz schnell. Platz 10 ist In den Gängen, das ist dieser Film, wo der sich die Nachbarin im Supermarkt verliebt, die den anderen Gang einräumt. Louis and the Aliens 9, Rampage 8, I Feel Pretty 7, Liliane Susewind 6, Jim Knopf 5, oh, ein ziemlicher Unterschied, weil bei uns ist der nur 10. Platz 4, Wahrheit oder Pflicht, viel höher als bei uns. Avengers 3, Deadpool 2 und Solo 1 auch. Und ja, vorhin hatte ich mal die US-Charts offen, die sind jetzt weg. Ist egal. Ja, Solo floppt ja in den USA ganz schön, ne? Echt? Ja. Der kommt nicht so gut an. Ist es so? Ich weiß nicht, ich habe ein paar Berichte jetzt drüber gelesen und auch schon die ersten Stimmen, dass das das Beste ist, was Star Wars passieren kann und so. Also dem Star Wars Franchise, so, ne, ich dass jetzt mal was floppt und so. Achso, das habe ich, glaube ich, auch gelesen gehabt, dass der nicht so ganz die haben ja so eine interne Wertung, Startwochenende und sowas, ne? Mhm. Das meinst du bestimmt. Man darf halt auch nicht vergessen, dass die letzten Star Wars Filme alle im Dezember gestartet sind, ne? Wenn es kalt ist und so. Und alle. Nee, Rogue One doch auch nicht, oder? Ich dachte schon, oder? War das nicht auch so ein Herbstfilm? Ein Frühjahrsfilm? Nee. Meinte. Ich glaube auch nicht. Nee. Ich kann mich irgendwie dran erinnern, dass wir auch da auch Weihnachten im Kino waren. Warte mal, Rogue One? Ich glaube auch. Lief der auch echt im Winter? Warum hat man dann Solo vorgezogen? Ich glaube, die wollten so einen Sommer-Blockbuster machen. Ich gucke gerade mal Rogue One hier, wenn ich das irgendwie mal finde. 15.12.2016. Deutschland. Ja, weil Solo war doch irgendwie der erste. Deswegen hatte ich doch so meine Bedenken gehabt, ob der überhaupt rechtzeitig fertig wird. Ja, wenn die es auch bis Dezember Zeit gehabt hätten, dann hätte ich gedacht, ja, das schaffen sie schon irgendwie. Okay.
Okay, so Serien, Games haben wir nix. Dann gehen wir mal in den Bereich Briefkasten hier. Briefkasten. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz schauen, weil da kam ja noch dieser eine Kommentar, den ich euch auch weitergeleitet hatte von dem Herren, der sich irgendwie mit HSV auf den Schlips getreten ich glaube ja, das kam als Message irgendwie, als also nicht als ich möchte mich in dieser Form entschuldigen, ich habe das nicht böse gemeint. Ich möchte an dieser Stelle sagen, der HSV ist nicht meine Liga. Also genau, ich habe es gefunden. Der Matthias, und der hat nämlich auch, da kommen wir dann dazu, der hat nämlich tatsächlich diese Fahne bestellt. Kinocast, hallo Kinocast-Team, vor einigen Wochen konnte es Kate nicht lassen, über den HSV zu lästern. Nee, Matthias, da bringst du was durcheinander. Wir konnten es alle nicht lassen. Aber sorry. Ich habe nicht über den HSV gelästert, weil das ist nicht meine Liga. Das muss man ertragen. Das mussten wir damals auch ertragen, als VfB abgestiegen ist. Das wird schon wieder, alles wird gut. Zängst du deine Fahne auf, zeigst du mal Flagge dann, genau. Er schreibt nämlich, er hat sich den von ihm lange geplanten Fahnenmast mit HSV-Fahne über einen Amazon-Link auf der Webseite, über die Webseite bestellt. Ja, und schreibt noch, also liebe Kate, wenn du mal wieder über den HSV lästern willst, denk dran, dass auch der HSV und seine Fans zu eurem Podcast beitragen. Augenzwinker. Liebe Grüße und macht weiter so. Jo. Entschuldigung, okay. Matthias. Moment, aber das ist jetzt dann ein kompletter Widerspruch in sich. Macht weiter so. Ich glaube, er meint mit dem Podcast. Ich helfe doch gerne. Jetzt haben wir hin und her gerissen hier, was wir nur machen sollen. So, der Martin hat einen Kommentar geschrieben. Er durfte nämlich Love, Simon schon im Januar zur Münchner Filmwoche schauen und fand ihn auch richtig stark. Er kann sich gut vorstellen, dass er über die WM einen ähnlichen Überraschungserfolg wie einst Das Schicksal ist ein mieser Verräter einfahren wird. Würde ja zumindest zielgruppentechnisch Sinn machen, weil ich glaube, da gibt es nicht zu viele Interferenzen zwischen Fußballfans und welchen, die diesen Film unbedingt sehen möchten. Also zumindest die sich vornehmen, diesen Film zu sehen. Wir sind ja damit überrascht worden quasi und haben ihn trotzdem gut gefunden. Ja. Deswegen, ich kann den Film eigentlich auch jedem empfehlen. Wenn da gerade kein wichtiges Spiel ist, dann guckt euch mal Love, Simon an. Und Solo fand er überraschend gut. Kann aber auch dem Chris Punkte gut nachvollziehen. Bezüglich der Darstellung von Herrn Ehrenreich hat vielleicht die deutsche Tonfassung noch einmal einen Vorteil. Der gecastete Sprecher klingt nämlich unheimlich vertraut nach einem jungen Harrison Ford bzw. Han Solo. Das habe ich auch festgestellt, als ich bei Rocket Beans habe ich irgendwie einen Beitrag gesehen, wo sie etliche Filmausschnitte aus dem Deutschen gezeigt haben, dachte ich auch, boah, haben sie da denselben Synchronsprecher wie Harrison Ford genommen oder so? Also, das ist wirklich verdammt nah dran. Also. So, und er fragt, ob man sich dank der DSGVO hier nicht mehr anmelden kann. Das ist richtig, wurde auch im Podcast thematisiert und auch zu finden in Datenschutzrichtlinien, weil vorher dieses, wie heißt das, Jetpack Comments, also die Kommentarfunktion von Jetpack genutzt wurde, wo man sich über Facebook und Twitter und sowas anmelden konnte, was zum einen den Vorteil hat, dass es natürlich sehr einfach war, sich anzumelden, dass man nicht jedes Mal einen Account braucht oder irgendwas. Aber es hat natürlich dann demzufolge auch immer eine Verbindung hergestellt zu Fremdseiten, also in dem Falle Facebook oder in dem Falle Twitter oder was auch immer. Und deswegen musste das jetzt im Rahmen der DSGVO doch wieder geändert werden auf das Standard-WordPress-Kommentarfeld. Und da müsste jeder die Möglichkeit haben, auch seinen Namen und so weiter einzutragen. Und wer da ein Bildchen haben möchte, der muss einfach bei gravatar.com ein Bildchen hinterlegen und dann kommt das auch, wenn die E-Mail-Adresse verwendet wird irgendwo. Ja, und ich glaube, Gravatar ist relativ safe da, was Datenschutz angeht. Ist ja nur ein Bildchen da. Kann ja auch jeder wie der Martin hier irgend so ein Dharma-Picture nehmen. Der Thomas hat geschrieben, Hostiles Feinde, der düstere Film vermeidet in vielen Szenen politische Korrektheit. Ich hätte mir einen tieferen Einblick in die verschiedenen Fraktionen gewünscht. Da wäre der Film ja noch länger geworden. Der war schon sehr lang.
Ich fand ihn ja gut, aber Chris nicht so. Er gibt 7 nee. Von 10 Punkten. Chris, du wolltest was sagen? Ja? Nein, ich wollte. Alles so. Gut, alles gut. Okay. Wahrheit oder Pflicht hat er auch gesehen. Wenn man einen Trailer gesehen hat, weiß man, was einen erwartet. Ein extrem durchschnittlicher, klischeehafter Film. 4 von 10 Punkten. Und Sherlock Gnomes ist ein Spaß. Ist mehr ein Spaß für Kinder unter 6 Jahren. Die Musik von Elton John ist fröhlich genug, um die Stimmung der langweiligen Geschichte zu heben. Die Animation anständig. 4 von 10 Punkten. Oh, der Thomas, der hat ja ein Programm. Ich stelle mir da vor, der geht dann ins Kino. Einmal Hostiles Feinde, dann vielleicht gleich noch Wahrheit oder Pflicht. Sherlock Gnomes. Ist ja eine bunte Mischung, würde ich mal sagen. Okay, so, dann sind wir hier soweit durch. Was habe ich noch? Ich habe von, ich kriege ja auch mal hier die Mails von den ganzen Filmverleihern und so. Da habe ich von Fox Film mal wieder so eine Zusammenfassung bekommen, was sie so demnächst vorhaben und was da demnächst kommt. Und da war ein was dabei, das hat mein Interesse geweckt, nämlich Predator Upgrade. Und so ist wahrscheinlich der Arbeitstitel von dem Film. Ich weiß nicht, ob der dann noch tatsächlich so heißt, aber ich mag ja an sich die Predator-Filme, außer diesen neuen Aliens vs. Predator oder sowas kann ich nicht so viel anfangen. Aber die alten fand ich ja richtig gut. Und da steht auch eine Story-Beschreibung drin, die möchte ich mal ganz kurz vorlesen, sind nur 3-4 Zeilen. In Shane Blacks explosiver Neuauflage der Predator-Reihe beginnt die Jagd erneut von den äußersten Ecken des Universums bis in die verschlafenen Straßen der Vororte. Nur sind die gefährlichsten Jäger des Universums, seit sie sich mit DNA andere Spezies genetisch aufgerüstet haben, noch stärker und klüger und tödlicher als je zuvor. Als ein kleiner Junge versehentlich ihre Rückkehr auf die Erde ermöglicht, werden eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Ex-Soldaten und ein miesgelaunter Lehrer zur einzigen Hoffnung, das Ende der Menschheit zu verhindern. So, was halten wir davon? Das klingt lustig. Das klingt doch so, als taucht da Dwayne The Rock Johnson irgendwie auf in dem Film, oder? Ja. Er ist der miesgelaunte Lehrer. Ja, wahrscheinlich. Und hat nur einen Arm oder so. Oder? Genau. Achso, wie es lauter Lehrer steht noch in Klammern extra, Naturwissenschaften. ist wichtig. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, also hier sind zwei Bilder dabei, zwei Szenenbilder. Ich weiß nicht, ob die aus dem fertigen Film dann oder wie weit die da schon sind. Da sieht der Predator für mich schon noch genauso aus wie früher, also auch nicht viel anders. Ja. Aber warum sollte man das Aussehen auch ändern? Ich meine, genau, das passt ja eigentlich. Ja. Und ich meine, der erste Teil spielt ja im Dschungel, der zweite Teil war ja dann in der Stadt und der war eigentlich ja ein bisschen cooler vom Setting her in der Stadt. Deswegen, vielleicht wird es ja gut. Kinostart ist nämlich schon angekündigt für den 13.09.2018. Das ist gar nicht mehr so weit hin. Aber man bedenkt, dass ja jetzt schon Juni ist, ne? Aber ich bin da gespannt, was da. Also Predator. Wenn dann so der erste Trailer kommt, können wir nochmal drüber sprechen oder so, ob das was sein könnte. Wäre ich an sich angetan. Ja. Aber vielleicht hat Arnold Schwarzenegger eine kleine Rolle. Dann muss man den im Original gucken. Zitat: If it bleeds, we can kill it. Entschuldigung, das ist so. Der ist ja jetzt nicht so unlogisch. Ja, der erste Teil, der ist so großartig da mit Arnie. Herrlich. Predator Upgrade, das war das. Dann gucken wir doch mal in die Film-Rätselecke rein hier. Rätselecke. Kate, ist was angekommen? Ja. Na, aber klar. Genau eine Sache. Oh. Ich habe genau eine E-Mail bekommen. Und zwar vom Rainer. Grüße. Der schreibt: Hallo Kate, die Lösung zu deinem Rätsel könnte voll verzockt sein. Liebe Grüße. Und er hat recht, es war voll verzockt. Das war dieser Film mit der. Die.
Och, Mensch. Na, die aus dem neuen Ghostbusters. Und Melissa, die aus Gilmore Girls. Melissa McCarthy? Ja, genau. Die hat ihre Identitäten geklaut und einer kam ihr dann auf die Fläche. Ach, ja, ja, stimmt. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich den Film gesehen habe. Ja, irgendwie mit, ich glaube, Jason Bateman spielt er, glaube ich, auch mit oder so. Ich glaube, deswegen habe ich den Film gesehen. Ja, der war, also ich fand den Film nicht so gut. Ich war immer ein großer Melissa McCarthy-Fan, als sie noch bei Gilmore Girls war. Als dann Gilmore Girls zu Ende war und sie ihre eigenen Projekte gemacht hat, so mit Tammy und wie die alle heißen, die Filme, ist sie mir jetzt nicht mehr ganz so rosig. Das ist mir alles irgendwie, die neuen Filme sind mir so zu pupsig und sonst ja, was, die ganzen. Wobei sie ja tatsächlich im Ghostbusters eine vernünftige Rolle gespielt hat, also keine, nicht mal der Freak und die ausgeflippte war. Ja, Ghostbusters war ganz cool. Wir können uns ja in was, Ghostbusters war ganz gut? War ganz okay. Also nimm es zurück. War ganz cool, habe ich gesagt, der neue. Ich habe den auch. Ja, gab schon schlechtere Remakes. Ich habe den noch mal auf Sky gesehen. Der ist schon ganz okay. Es ist halt auch so Mittelfeld. Also war jetzt nicht so der Totalausfall, wie da alle so prognostiziert haben. Und in 2 Wochen, glaube ich, läuft ja Ocean's 8 an. Ich glaube, da wird uns was ganz anderes erwarten. Oh Gott. Aber wobei die Besetzung einfach fett ist, muss ich ehrlich sagen. Also, wieso spielt Melissa McCarthy wieder mit? Ja, Anne Hathaway spielt mit und die macht ja eigentlich nicht jeden Scheiß mit. Ja, das schauen wir mal, ne? Weil es ist schon sehr verdächtig, wenn du irgendwie nur noch 2 Wochen hin ist und du hörst gar nichts davon. Ja, das ist böse. Gar nichts. Normalerweise läuft dann immer schon ein bisschen was an und Presse-Previews und so und die Presse-Fuzzis, die kriegen den Film schon zu sehen und die schreiben was drüber und machen Specials und irgendwas, liest gar nichts. Und ich lebe ja nun in dieser Filterbubble mit Film und Kino, ich krieg nichts mit. Tja. Nicht mal hier, ich kriege ja immer diese Einladung, wenn in Berlin irgendwas ist, ne, und irgendwelche Filme, von denen die Verleiher überzeugt sind, die promoten sie ja dann auch schnell mal in Berlin, irgendwie ein bisschen mit rotem Teppich und so. Nix zu dem Film, nix, niente. Ja. Ist verdächtig. Ich habe ein neues Rätsel für diese Woche. Selbst zu Han Solo gab es was. Das stimmt. Du hast ein Rätsel, ja, schieß los. London nach dem Ersten Weltkrieg. Eine Wissenschaftlerin soll den mysteriösen Tod eines Internatsschülers aufklären. Doch dann passieren Dinge, die sie sich nicht mehr erklären kann. Also ich dachte erst Wonder Woman, aber dann doch nicht. Der lief auch im Fernsehen jetzt am Wochenende. Ja. Jetzt fällt mir ein, warum ich nichts Neues geguckt habe. Ich habe lauter die ganzen Sachen, die ich schon kannte, alle nochmal geguckt. Aber bei Wonder Woman hat sogar meine Frau mitgeguckt. Die kannte den nämlich noch nicht und fand den gar nicht mal schlecht. Weil die hat das gesagt, oh, Wonder Woman, so ein Scheiß und so. War es aber doch ganz lustig. Aber das ist doch bestimmt der Film. Nee, ich sag jetzt mal nichts. Ich sag's hinterher. Ich hab da eine Idee. Aber eine Idee. So, und jetzt kann. Wer doch eine Idee hat, kann jetzt mir eine E-Mail schicken. Genau, alle an kate@kinocast.net. Auch der Matthias und seine HSV-Freunde wollen da mal Reaktionen sehen hier, dass er Leben ist in Hamburg. Schreibt da mal, tippt da mal. Genau. Und schauen wir mal, wer das richtig hat. Und dann gucke ich hier mal rein, was so letzte Woche bei Amazon bestellt wurde. Da ist nämlich diese Fahne, Flagge, Hiss-Fahne, 120 x 180. Ganz schönes Brett. Und dadurch, dass ich das angeklickt hatte, kriege ich jetzt ständig HSV-Sachen empfohlen hier bei mir auf Amazon. Ich glaube, das war Absicht von ihm. Genau. Dann hat er auch noch einen Fahnenmast, Park Alley. Also das scheint doch was Edleres zu sein. Park Alley Fahnenmast. 1,20 Meter mal. Nee, 6,50 Meter. Boah, 6,50 Meter hoch, ey. Der muss ja ein Fundament gießen. Im Schrebergarten oder so. Da musst du richtig. Generell im Garten. Da musst du richtig ein Fundament gießen dafür. Ist ja irre. Total irre. Aber in Hamburg, da habe ich gehört, da weht öfter mal ein bisschen Wind. Das möchte schon fest im Boden verankert sein. So, dann Filme. Hat jemand viele Filme gekauft oder verschiedene Personen haben Filme gekauft? Einmal Stephen Kings S, 2017er Version.
Blade Runner 2049. Gute Wahl. Beide. Mord im Orient Express. Habe ich noch nicht gesehen. Den alten oder den neuen? Den, warte, muss ich klicken. 2017. Also ist der neue. Okay. Bad Moms 2. Ja, das war's. Vielen Dank an alle, die da was bestellt haben und damit den Kinocast unterstützen, woher ihr auch kommt und Fans, welches Vereins ihr auch seid. Und ja, ansonsten sind wir dann, denke ich mal, durch für heute, oder? Ja. Habt ihr noch irgendwas? Nö, dann schönes Wochenende euch und wir sehen uns ja dann morgen im Kino wieder. Gucken wir mal, was uns da in der Sneak Preview erwartet. Und liebe Hörer, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Schreibt Kommentare, beteiligt euch am Rätsel. Bis dann. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.